Sie sind hier, 13. August 2018, 23.53 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Christian Heidel hat durch den Abgang von Thilo Kehrer viele Millionen zur Verfügung. Urheberrecht Getty Images. Der Abgang von Thilo Kehrer spült dem FC Schalke 04 viel Geld in die Kasse. Christian Heidel erklärt den Plan der Königsblauen mit dem Geldregen. Eine Rekordablöse von rund 37 Millionen Euro nimmt der FC Schalke 04 für den Wechsel von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain ein. Ob die Königsblauen diese Millionen noch in diesen Sommertransferfenster reinvestieren, ließ S04-Manager Christian Heidel jetzt offen. Es ist überhaupt noch nicht entschieden, ob wir einen neuen Innenverteidiger holen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Trainer Domenico Tedesco wolle einen Schnellschuss unbedingt vermeiden. Anzeige, jetzt das neue Schalke-Trikot holen, hier geht's zum Shop mit Naldo, Salif Sane, Benjamin Stamboli und Mattia Nastasic. Hat Schalke selbst nach dem Abgang von Kehrer noch 4 nominelle Innenverteidiger im aktuellen Kader. Auch mit Blick auf die Personalsituation mahnt Heidel deswegen zur Ruhe, es ist nicht so, dass wir unter Zwang sind, das Geld unter die Leute bringen zu müssen. Man kann auch mal Geld auf dem Konto liegen lassen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.